Man hat viel, viel früher schon sehr viele Trainingseinheiten. Wenn ich mich daran erinnere, damals bei den Amateuren haben wir dreimal die Woche trainiert. Und das Spiel, das wäre heute in einer A-Jugendmannschaft oder in der heutigen Regionalligamannschaft, wäre es einfach nicht mehr machbar. Alle Bundesliga-Clubs brauchen Geld, meine Damen und Herren, seit dem Wegfall der Fernsehgelder. Werder Bremen ist da keine Ausnahme und hat sich entschlossen, den Verein umzustrukturieren. Dazu gehört natürlich auch die Information der Mitgliederversammlung. Die fand statt zum Ende des Jahres 2002 und wir waren mit den Kameras dabei. Mitgliederversammlung in der Werderhalle. Die Welt befindet sich im Umbruch, so auch die Bundesliga und der SV Werder. Nach dem Zusammenbruch des Kirchkonzerns müssen neue Geldquellen gesucht werden. Eine andere Vereinsstruktur ist dazu notwendig. Ich denke, dass wir heute oder in nächster Zeit die Weichen stellen müssen, um in Zukunft auch konkurrenzfähig zu bleiben. Und da wäre das heute ein wichtiger Schritt, wenn die Mitglieder beschließen würden, dass wir in diese Richtung weitergehen. Es geht ja heute nicht darum, diese Umwandlung zu beschließen, aber wir müssen in diese Richtung weiterarbeiten. Ja, es geht zunächst einmal um eine Grundsatzentscheidung, wobei man an den Feinheiten noch die Schraube bewegen kann. Aber es geht einfach darum, dass wir den wirtschaftlichen Teil des Vereins auslagern oder umwandeln in eine Kapitalgesellschaft. Und dazu brauchen wir die Grundsatzentscheidung der Mitglieder. An den Einzelheiten können wir dann noch feilen. Wie gesagt, kann jeder noch heute seine Meinung eingeben. Das ist ja auch wichtig. Also ich muss dazu sagen, die Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft erfolgt garantiert nicht heute. Sie erfolgt im März frühestens, wenn überhaupt. Wir wollen heute von unseren Mitgliedern einen Tendenzbeschluss haben, ob sie unsere Schritte, die wir bis hierher gemacht haben, folgen können und ob wir jetzt dann in die Vollen gehen und richtig die satzungsmäßigen, die statuarischen Unterlagen ausarbeiten. Im Frühjahr 93 wird endgültig über die neue Vereinsform abgestimmt werden. Hier gab es erst einmal einen Test. Und nun zu den Berichten. Liebe Freunde, mein Stellvertreter, unser Herr Bildungssenat, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Temperaturen hier etwas niedrig sind und deswegen die Vorträge etwas kürzer zu halten sind. Ich werde bemühen, mich daran zu halten. Liebe Freunde, ich glaube, wir können heute auch hier wieder in diesem Jahr sagen, der SV Werder ist erfolgreich. Beim SV Werder ist Kontinuität. Und diese Kontinuität, und das können Sie in den Medien lesen, am Sonntag auch wieder im Doppelpass, diese Kontinuität ist ein Rezept unseres Erfolges. Durch die Mitgliederversammlung, durch die handelnden Personen in den Vereinsgremien. Und wenn man die Bundesliga betrachtet, dann wird man da sehen, dass in den Vereinen, wo eine solide, aber auch durchaus kritische Solidarität besteht, dass diese Vereine auch erfolgreich sind. Ich hoffe, es wird weiter so bleiben, dass wir weiter erfolgreich sind im sportlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im Vereinsleben, was immer wieder von vielen heute, die von Modernität sprechen, sagen, naja, bei Werder ist ja so ein Familienverein, das alles noch. Das gilt immer so amateurhaft, aber solange die Amateure beim SV Werder so erfolgreich sind wie wir alle, dann können wir ganz zufrieden sein. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun den Vorstand bitten mit seinen Berichten. Ich möchte aber auch ganz herzlich Franz Böhmert für seine freundlichen Worte danken. Es war ja auch etwas Lob für den Vorstand, da herauszuhören. Den haben wir uns natürlich gerne reingezogen. Und vielleicht können wir nachher alle zusammen darauf auch noch einen kleinen trinken. Ich habe nun wieder diese undankbare Aufgabe, Ihnen Zahlen zu präsentieren. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Da haben wir also zunächst die Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.7.01 bis 30.06.02 im Vergleich mit dem Vorjahr, also 1.7.00 bis 30.06.01, um einmal zu sehen, welche Werte sich nun hier besonders verändert haben und warum diese Werte sich verändert haben. Die Umsatzerlöse beginnen mit dem Spielbetrieb und da haben wir bereits schon einmal eine kleine Differenz von 800.000 Euro, das heißt eine weniger Einnahme. Warum ist das so? Weil wir im Jahr davor drei Runden UEFA Cup gespielt haben.
Bei den Werbe- und TV-Erträgen haben wir eine empfindliche Niederlage eingesteckt. Wir haben einen Verlust oder eine Differenz von minus 5,9 Millionen Euro zu Buche genommen. Und die setzt sich zusammen aus rund 3 Millionen Euro nicht vereinnahmte Kirch-TV-Gelder sowie rund 2,9 Millionen TV- und Werbegelder, weil wir in dem jetzt zu kommentierenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr nicht in der UEFA gespielt haben. Daran kann man auch einmal erkennen, was so drei Runden UEFA einem Bundesliga-Verein wie Werder Bremen in die Kasse spülen. Da gab es plötzlich die Möglichkeit, eben mit Johann Miku jemanden zu verpflichten, der das eben auch hätte, wo wir gedacht haben, der kann das auch spielen. So, das war eine Entscheidung, die nicht so, ich sag jetzt mal, aus dem Ärmel geschüttelt wurde, sondern wir haben da lange Zeit im Vorstand diskutiert. Und ich denke, dieses Risiko ist dann, oder dieser Mut zum Risiko ist dann auch belohnt worden. Und ich denke, dass das eben auch eine ganz entscheidende Sache für die Entwicklung von Werder Bremen ist. Und ich denke, das müssen wir uns auch für die Zukunft erhalten. Bei aller vernünftigen Weise eben mit den Finanzen umzugehen. Ich glaube, man wird immer wieder an den Punkt kommen, wo man mal dann sagen muss, so nehmen wir das Risiko oder nehmen wir es nicht. Geht man jetzt, kann man damit leben, jetzt auch mal vielleicht eine schwere Phase zu überstehen? Ich denke, unser Publikum wollte das auch. Und ich denke, das war eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir uns so entschieden haben. Deshalb sind wir froh, dass wir, nachdem wir im Jahre 2001, 2002 eine sogenannte ISBR-Lösung hatten, mit der wir finanziell gut leben konnten, Jürgen Born hat das eben ausgeführt, dass wir jetzt mit der Firma Reno ab der Saison einen neuen Hauptsponsor haben. Die Firma Reno ist neu im Fußballgeschäft. Die Firma Reno will eine neue Marke präsentieren. Die neue Marke heißt Young Spirit. Es ist eine junge Marke. Und die Firma Reno hat gesagt, eine junge Marke passt zu einer jungen Mannschaft. Torsten Fischer hat eben gesagt, das Durchschnittsalter unserer Regionalligamannschaft, ich glaube es war 20,3, was er gesagt hat. Auch unsere Bundesligamannschaft ist wohl die jüngste oder einer der jüngsten in der ersten Bundesliga. Und deshalb passt es auch so gut zusammen, Young Spirit und Werder Bremen. Wer noch nicht weiß, was Young Spirit ist, es sind Schuhe, Damenschuhe, Herrenschuhe, Damenoberbekleidung neu und demnächst Herrenoberbekleidung ab dem Frühjahr. Ja, meine Damen und Herren, man sieht es schon an den Dingen, die ich hier in der Hand habe, dass so wie es sich für einen Verein gehört, die verdienten, verdienstvollen Mitglieder geehrt werden. Die goldene Ehrennadel für 50-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft. 50 Jahre, das muss man sich einmal vorstellen, das ist ein halbes Jahrhundert. Und ich freue mich, dass wir hier als allererstes, sie wusste das nicht, das hat mich ja überrascht, als allererstes hier nach vorne bitten dürfen, jemand, der nicht nur 50 Jahre Mitglied im Verein ist, sondern fast so lange auch die verschiedensten Ämter bei uns inne gehabt hat, nämlich unsere Vorsitzende der Turnspiel- und Gymnastikabteilung, Meta Finke. So, der letzte Punkt jetzt. Meine Damen und Herren, das ist die Verleihung für besondere Verdienste, unser Josef Luther Wanderpokal. Sie wissen, dass wir Jahr für Jahr diesen Pokal weitergeben, entweder an verdienstvolle Funktionäre, an verdienstvolle Sportler. Und in diesem Jahr ist die Entscheidung dafür gefallen auf Frau Heike Hoffmeister Eitz. Neue Vereinsstruktur, Berichte des Vorstands und Ehrung. Über die zukünftigen Ereignisse
halten wir Sie auf dem Laufenden. Als Ihr erster Trainer und über viele, viele Jahre bei Otto Rehhagel, so eine Art Vaterfigur auch für viele, viele Spieler. Wie sind Sie mit Herrn Rehhagel so durch die Jahre gegangen?